Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier zu einem neuen Video und ich habe als allererstes wieder Bestellung für euch. Die schauen wir uns an. Die Kiste ist voll. Tada! Und deswegen, wir müssen gucken. Ja, ich fange an mit dem lieben Volker und da haben wir als allererstes, also erstmal haben wir Knöpfe. Die lege ich schon mal beiseite, die könnt ihr euch nicht angucken, wie das hier in dem Tütchen drin ist. Knöpfchen. Dann haben wir Katis Beilaufgarn, also 1000 Meter, passend zu Katis neuen Seelenwärmer. Ein Beilaufgarn mit Glitzer. Dann haben wir Ich mag Blau. Das ist der da mit 500 Metern. Der Lichterbogen, das ist der hier. Den Lichterbogen hat er sich dreifach gewünscht. Ja. Oder seine Frau, wollen wir mal sagen, seine Frau. Und Utes Wunsch ist der hier. Einmal meliert, Nummer 2. Kannst du bitte mal... gehen. Danke. Und Sahne mit Streuseln. Da sind sie. Da sind sie alle. Und die werden jetzt verpackt. Genau. Bestellung Nummer 1. So. Dann haben wir Anuschka. Wartet, nee, ist günstiger damit anzufangen. Okay, fangen wir mit Patricia an, weil sonst komme ich hier irgendwie nicht an der Nutschka ran. Da gibt es einmal die Häkelnadel Nummer 24. Die sieht so hier aus. Eine Glitzernadel. Und Leute, die Glitzernadeln oder auch Blümchennadeln oder was auch immer, sie gehen halt so stark weg. Ich nehme keine Aufträge an. Ich hatte jetzt öfters mal, dass mich jemand gefragt hat, nach kann ich mal das und das und das. Jein. Also wenn es etwas ist, was ich schon mal gegossen habe, was ihr gesehen habt, was ich machen kann, dann mache ich das natürlich in eurer Nadelstärke, wie ihr das braucht. Wenn ich die Nadelstärke besitze. Und wenn es irgendwas komplett Spezielles für euch designt ist oder keine Ahnung sein soll, nein, ich nehme keine Aufträge an. Also für Nadeln, das was ich gieße, das gieße ich. Und wenn da euch was gefällt und sie war leider schon weg, könnt ihr da nochmal fragen, ob ich das nochmal hinkriege. Wobei ich diese Farbverlauf-Nadeln, die kriege ich nicht nochmal hin. Also diese Blümchennadeln und diese Pink-Glitzer-Nadeln, ja, funktioniert. Kommen auch in dem Shop öfters wieder hoch, je nachdem, wann ich sie gieße und dazu Lust habe. Aber Farbverläufe, Wundaufträge mache ich nicht. Gut, haben wir das nochmal kurz geklärt. Nicht, dass der ein oder andere sich da wundert. Ja, und dann gibt es Sommernachts... Sommernachtstraum Nummer 2, das ist das Dreifach 700 Meter Garn. Das war noch zur Patricia. So, haben wir das. Und jetzt komme ich auch an die Bestellung von Anuschka. Da haben wir erstmal Steffis Einhorn. Vierfach, 1000 Meter. Dann habe ich die Nadel Nummer 13. Ja, da ist die Nadel. Die gibt es dazu. Dann wolltest du Pastelli in vierfach. Genau. Pastelli in vierfach. Und dazu kommt noch einmal Lily Rose. Genau, auch das wird jetzt verpackt und dann geht es auf die Reise zu dir. So, jetzt kommt die Malis.
Die Marlies hat einmal Knöpfe, die seht ihr nicht mehr. Und einmal die Nadel Nummer 9. Das sind diese Pappverlauf-Dinger, die kriege ich halt so auch nicht nochmal gegossen. Das sind immer unterschiedliche. Wie ich das irgendwie, das mache ich auch wie unterschiedlich, keine Ahnung. Ne, ist jedes Mal anders. Und wir haben die Jana 1500 Meter dreifach. Hab ich hier noch? Ja, eine passt da noch hin. Und die Lara mit 1000 Meter dreifach. Hops, hops. So, haben wir das. Dann geht's weiter mit der lieben Julia. Und Julia hat sich die Mini Petra gewünscht, dreifach 500 Meter. Und eine Jacke von mir. Einen Seelenwärmer gibt es auf dem anderen Kanal als Häkelanleitung. Ja, ich stehe mal auf. So sieht das aus. Bobble habe ich dafür aber verwendet. Einen Mega Bobble. Aber all das gibt es auf dem anderen Kanal. Nicht hier. Gut. Auf jeden Fall, der wandert weiter. Der kriegt ein neues Zuhause. So, dann habe ich den Christian hier liegen und Christian hat sich zweimal verwünscht ausgesucht. Das sind diese beiden. Und einmal die 14.000. Alle drei Bobble waren vierfach 1000 Meter und werden jetzt verpackt. Und gehen auf die Reise. Dankeschön. Eine liebe Bestellung habe ich noch. Jetzt gibt es noch was Meliertes. Nämlich für die liebe Ute gibt es einmal, da muss ich lesen, die Kirschblüte Nummer 2. Einmal die Osterhasi Nummer 2. Und einmal Süßes. Mal so. Und das sind auch alles Vierfachgarne und sie hatte jetzt jeweils immer 500 Meter sich ausgesucht. Genau. Auch das wird verpackt und dann geht es auf die Reise. Zu euch. Planung heute? Keine Ahnung. Lasst euch überraschen. Ich weiß noch nicht, was wir heute machen. Wir werden es sehen. Bis später. Achtung, schaut mal, das ist dieses Katzending, was ich ja in Action gekauft hatte. Ja, natürlich. Vorzeigbar. Muss die Katze jetzt weggehen, wenn ich euch das zeige. Bommi, komm mal wieder her. Komm mal wieder her. Bommi. Hier los. Hier. Dicke. Nee, wird nichts, er will nicht. Geh mal wieder ins Bettchen. Ja, yeah, fein. Hört er doch? Er hört aufs Wort. Nein. Ja, leg dich hin. Fein, Spatz. Bitte nicht, nee? Oh, schade. Schade, wir hätten uns gefreut. Er möchte nicht. Ich versuche nachher nochmal eine Aufnahme zu machen, wenn er da nochmal liegt. Hallo. So, ich habe mich am Schreibtisch gesetzt. Ihr steht auf meine Karte. Und möchte mal, muss Bestellungen aufschreiben. Ich muss, ich muss. Vorher muss ich die Karteikärtchen sortieren. Noch. Naja, eigentlich ist es so wie die Shop-Kategorien, ne? Also, ist die Sortierung genau so. Ist ein bisschen windig, aber. Ich sperre mal die Vögelchen aus. So. Ja. Schon ein Mini-Vierfach. Mini-Vierfach, Dreifach. Der ist ein bisschen langweilig, ne? Weil ihr nicht so wirklich dabei zugucken könnt. Wollte ich irgendwas Wichtiges erzählen?
Gibt's irgendwas Neues? Es gibt bestimmt was Neues, ne? Aber meistens labere ich ja jetzt so. Oh nee, das ist ein großer. Großer Dreifach, ja. Meistens labere ich ja jetzt relativ viel immer beim. Das ist ein Fünffach. Ich habe jetzt Fünffachverläufe in meinem Shop. Habe ich das schon erzählt? Dass man Verläufe jetzt auch fünffach kriegt. Boah, es ist anstrengend gerade. Das. Das gehört dahin. Dahin. Ich würde jetzt behaupten, stellt mal Wünsche auf, was wir machen könnten zusammen. Aber dann kriege ich das doch nicht hin, weil ich nicht die Zeit dafür habe. Erklärt hatte ich ja schon, warum, weshalb ich kein Video mache, wie ich komplett nur wickle. Also quasi das zeige, wie ich wickle, weil das immer ein bisschen, das dauert halt länger, ne? Und ihr würdet ja nichts anderes mehr sehen, weil das Daily wäre voll. Das hatte ich, glaube ich, schon erklärt in irgendeinem Daily. Gab es noch irgendeine Frage? Ich will euch halt jetzt auch nicht unbedingt sofort wieder umschalten, dass ihr nur zuguckt, wie ich hier arbeite. Sondern ich wollte mich auch gerne mit euch ein bisschen unterhalten. Nur hatte ich eben Themen und die sind alle weg. So, jetzt habe ich die Kärtchen alle sortiert. Und jetzt kommen die hier in so eine Mappe rein. Und da sind nämlich alle meine Verläufe, die aktuell im Shop sind, nämlich drin. Ich muss aber auch mal anfangen, wieder ein bisschen zu sortieren und ein bisschen was rauszunehmen, weil wenn die Mappe zu voll wird, dann wird es immer ein bisschen nervig. Fünffach. Es gibt schon eine Fünffach-Bubble-Abteilung. Sehr schön. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, dass ich da ein Problem habe hier mit meinen Fächern, aber habe ich nicht. Sehr cool. Vierfach-Bubble. Dreifach-Bubble. Beilaufgarn, da sind sie. Mini-Vierfach-Bobbeln, vierfach meliert und fünffach meliert. Gehört dahin und Minis dreifach. Gehört da hinten. Ja, ja, ja. So, jetzt haben wir das nämlich sauber und ordentlich und können einmal anfangen mit Schreiben. Ja, dazu stelle ich euch wieder irgendwo hin, wo ihr nicht so viel mitkriegt. Ich weiß bloß nicht wo. Wir gucken mal. So, heute ein bisschen anders die Sicht. Ich beende damit heute mein Daily.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir Däumchen, Kommentare und Abos da lasst. Und wenn ihr morgen wieder zu einem neuen Daily einschaltet. Macht's gut, ihr Lieben. Bis morgen. Ciao, ciao.